Ja, die nächste Frage ist euer bester Streich in der Schulzeit und da musste ich, um ehrlich zu sein, richtig lange überlegen, weil wir haben damit so viele Sachen angestellt in der Schule und so viel Spaß gehabt auch. Aber ich würde sagen, bei mir war es dann wirklich, ist schwer. Also ich glaube, das Beste war mit, wo wir eine Weintraube auf den Stuhl vom Lehrer gepackt haben und der hat dann so eine Leinhose angehabt oder sowas, weiß ich genau, so eine etwas hellere. Da hat man dann schön den Fleck gesehen und das hat er am Ende auch gemerkt, dass da was auf dem Schuh lag bei ihm und meinte dann aber nur sehr, sehr witzig, Jungs, weil er wusste wahrscheinlich schon, aus welcher Ecke es kam. Aber er konnte es halt nicht beweisen und ich glaube, das war so mit das Lustigste, als er dann rausgelaufen ist und dann mit dem komischen Weintraubenfleck da am allerwertesten. Und ansonsten, ja, was wie Stinkbomben und sowas hat ja wahrscheinlich jeder gemacht in der Schulzeit. Der Abi-Streich war bei uns auch ziemlich krass, wo dann die ganze Schule mit Stühlen erstmal ein Labyrinth gebaut wurde in der Eingangshalle. Und also Abi-Streich und sowas ist ja eigentlich ganz normal, aber sonst so das mit der Weintraube war, glaube ich, das Lustigste, was wir so hatten. Da haben wir uns auch richtig krank gelacht zum Schluss. Und ja. Der beste Streich aus der Schulzeit. Ich muss wirklich lange überlegen, denn so krass war meine Schulzeit, glaube ich nicht. Wir hatten echt keine guten Streiche. Einen habe ich selbst gemacht bei einem Kumpel. Das war jetzt nicht so irgendwie so ein groß geplanter Streich, Abi-Streich oder so. Ich habe ein Reißbrettstiftchen genommen, habe mir das hier zwischen die Finger geklemmt, ja, zwischen die Finger geklemmt und habe die Finger dann auf den Tisch gelegt und habe dem Schulkameraden gesagt, ich wette, du kannst mich die Finger genau an der Stelle auseinanderdrücken. So, er sagt, okay, schaffe ich. Fängt an zu drücken, ich mache die Finger auf und er hat halt das Reißbrettstiftchen im Finger. Sehr sadistisch, aber auch sehr lustig. Vor allem sein Gesicht danach. Aber ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich dazu erzählen kann. Wäre echt nichts anderes. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So richtige Streiche haben wir damals gar nicht gespielt, aber irgendwie halt auch doch. Nur so kleine Sachen eigentlich immer. Der eine Streich ist in Erinnerung geblieben, weil wir einfach eine krasse Aktion dafür machen mussten. Und zwar sind wir damals, weil wir die Tür komplett verbarrikadiert haben von unserem Klassenraum von innen, also Schrank da reingeschoben, hat perfekt gepasst. Alle Tische und Stühle davor gestapelt und so weiter. Und dann mussten wir ja auch irgendwie wieder rauskommen. Und da wir im dritten Stock waren, sind wir dann aus dem Fenster bei uns raus. Da auf dem Fensterbrett lang und in der Nachbarklasse wieder durchs Fenster rein. Und das war ganz schön krass, weil das war echt, das waren 10, 15 Meter bis zum Boden. Und das war echt schon, wenn ich da heute so drüber nachdenke, ein bisschen, okay, Carsten, warum tust du sowas? Ja. Ach ja, und ich habe eine neue Frisur. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viele Streiche gespielt habe in der Schule. Ich weiß, dass es immer sehr lustig war und wir viel Spaß hatten. Aber ich erinnere mich da nicht mehr wirklich dran. Aber an einen erinnere ich mich, und zwar war das in der ersten Klasse im Sportunterricht in der Grundschule. Und ja, Sport war gerade in der Grundschule immer was, wo man am meisten Bock drauf hatte und am meisten Spaß hatte. Und ich weiß nicht mehr wieso, aber wir wurden aus dem Unterricht geworfen. Ein Freund und ich, weil wir wahrscheinlich Quatsch gemacht haben oder nicht zugehört haben, wie auch immer. Und deswegen mussten wir aus dem Sportunterricht raus. Und wir waren so sauer, dass wir in der Umkleidekabine sehr, ja, alles verwüstet haben. Und keine Ahnung, wir haben von dem einen das Pausenbrot angebissen und von dem anderen irgendwie die Mandarine in die Schuhe gesteckt. Halt so, ne, erste Klasse, was man da irgendwie lustig fand. Jacke umgehängt und so. Und bei einem haben wir auch Wasser in die Schuhe gemacht. Was ganz cool gewesen wäre, wenn es Sommer gewesen wäre, aber war es nicht, denn es war Winter. Und dann mussten wir auch wirklich zum Direktor und der hat sich dann alles von uns angehört. Hat dann auch erstmal gelacht, aber hat dann irgendwann gesagt, so, ja, das war jetzt nicht so nett und sowas dürfen wir nicht wieder machen und bla bla. Und ja, am Ende war dann alles okay. Waren wirklich nur das Gespräch, keine Konsequenzen. Aber das war so erste Klasse an Streich, an den ich mich noch erinnere. Und irgendwie wurden wir. Ah. Ganz kurz. So, machen wir da weiter.
Also, nein, wir fangen nochmal von vorne an. Nö, brauchst du nicht, das schneidet der Nudelboy mit den Nudelhaaren, schneidet das. Den Rest im Studio, wa? Ich laufe dir mit dem Kabel hinterher. Ich bin nämlich ein Kabelboy. Ich muss gestehen, ich habe in meiner gesamten Schulzeit, sei das auf der Grundschule, der Realschule oder auf dem Gymnasium, nicht einer einzigen Person einen Streich gespielt. Ich habe mich das nie getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da immer sehr, sehr viel Angst vor, dass ich dann irgendwie zur Rechenschaft gezogen werde. Deswegen, ich habe das immer cool gefunden, wenn andere einen Streich gespielt haben. Ich konnte auch herrlich drüber lachen, aber ich selbst war mir immer, ich war zu feige. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, die nächste Frage. Was war dein bester Streich in der Schulzeit? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht mehr so direkt an irgendeinen erinnern. Also, es waren sicherlich einige da, aber ich weiß es dann einfach nicht mehr so genau. Aber was ich mich aber noch ganz genau erinnern kann, war der Abi-Streich. Und zwar haben wir, der war ziemlich lustig, da haben wir Zirkus Halligalli nachgemacht und haben einfach unsere ganzen Lehrer witzige Aufgaben machen lassen. Da war echt cooles Zeug dabei teilweise. Zum Beispiel musste unser Mathelehrer, also wir haben 4 Mathelehrer in unserer Jahrgangsstufe gehabt und die mussten sich dann gegenseitig so Liebeserklärungen auf mathematische Art und Weise machen. Das war zum Beispiel extrem cool. Wir haben einen auch singen lassen, also er musste so rappen auf, kennt ihr ja bitte, ein Beat und so weiter. Also wir haben diese ganzen Kategorien nachgemacht, das war super, super cool. Und ich denke mal so, das wäre auch tatsächlich mit der Beste, selbst wenn, also wir haben, wie gesagt, Stan hat noch so ein paar andere Sachen bei mir, aber selbst wenn wir die noch genau einfallen würden, der Beste war mit Abstand auch wirklich der Abi-Streich, auch wenn es ja kein wirklicher klassischer Streich in dem Sinne ist, aber es war ziemlich, ziemlich cool.